Hallo, heute Teil 2 der kleinen Loks von Merklin. Heute werde ich nur zwei dieser Loks zeigen. Die eine KLVM ist aus einem Starter-Set, wo ich noch Bilder zeigen werde von diesem Starter-Set, wie die Packung aussieht. Und die zweite Lok ist aus einer Zugpackung, wo ich komplett habe mit den ganzen Waggons. Warum ich heute nur zwei dieser Loks zeigen werde, hat ein paar Gründe. Und zwar würde, wenn ich mehrere Loks wieder zeigen werde, würde das Video zu lange dauern. Und zweitens, zu dieser Zugpackung oder Starter-Set und zu der einen Zugpackung, wo ich ja habe, muss ich noch was dazu sagen. Ach ja, übrigens, diese Lok, die DGH 500 in Blau, gehört nicht dazu. Sie dient eigentlich nur, wie man sieht, als Hintergrund. Okay, nun ein paar Vorworte zu den zwei Packungen, also zu dem Zugset und zu der Starterpackung. So, noch ein paar Worte im Voraus. Es gibt Händler, die sind, wie soll ich sagen, in zwei verschiedenen Spielringe oder Spielkreise drin. Und zwar ist es, oder Spielring, so muss ich sagen. Und zwar gibt es einmal den Spielring Wedes und einmal den Spielring Spiel plus Ideen. Merklin produzierte für diese zwei Spielkreise oder Spielring oder wie man sie auch nennt, je verschiedene Loks oder Starterpackungen oder verschiedene Waggons für jeweils diese zwei Spielringe. Manche Händler sind im Spielring Wedes und manche sind in diesem Spielring Ideen plus Spiele. Und wie gesagt, manch Händler bekommt halt eben, oder besser gesagt, nicht alle Starter-Sets oder Waggons oder Züge oder Loks, wo Merklin für Wedes produziert oder für den Spielring. Ihr wisst, was ich meine. Eine Packung ist für Wedes gedacht, wo ich nun zeige, also das Starter-Set und das zweite Zugset ist für den Spielring Spaß und Ideen oder Ideen und Spaß, so muss ich dazu sagen. Das will ich einmal im Voraus geklärt haben. So, nun lange Rede, kurzer Sinn. Nun kommen wir endlich zu der ersten Lok, wo aus einer Starterpackung ist. So, und hier kommt die erste Lok, wo ich heute vorstelle. Und zwar ist das die Texas Western KLVM. Diese Lok ist aus einer Starterpackung heraus, die ich jetzt zeige.
in zwei Bildern. Diese Zupackung brachte Märklin 1996 auf den Markt, wie gesagt, für den Spielring Weders. Leider habe ich die zwei Waggons, wo aus dem Starter-Set sind, nicht. Man kann sie einzeln im Internet kaufen, aber die Preise nur für einen dieser Waggons, oh la la. Auch die Preise für diese Lok im Internet einzeln, sage ich einmal, oh la la. Wenn sie nicht schon vergriffen ist, verlangt man für diese Lok schon eine Menge Geld. So, das Besondere an dieser Lok nun ist, sie hat vorne einen roten Kuhfänger, wo speziell nur für diese Lok ist. Auch wurde an dieser Lok das Drehlicht-Spitzensignal in Silber angedeutet. So, sowohl vorne wie auch hinten. Das ist einer der schönsten Lok, wo Märklin hergestellt hat. Also als KLVM. Also, ich muss, glaube, nicht in die Details gehen, dieser Lok. Diese Lok ist noch analog und hat einen analogen Umschalter. Okay, das war's auch wieder von dieser Lok. Und nun komme ich zu der nächsten Lok, besser gesagt zu einem Lok- oder Zugset. So, nun lasse ich sie wieder abfahren. So, kommen wir nun zu der nächsten Lok. So, na. So, und da ist sie. So, diese Lok, oder besser gesagt, diese Zupackung wurde auch 1996 von Märklin produziert. Die ganze Zugpackung konnte man bei Fachhändlern kaufen, wo bei Ideen und Spiel, also in diesem Spielring, sind oder waren. Diese Lok, wo zu diesem Zugset dazu gehört, finde ich auch einer von den schönsten Loks, wo Märklin hergestellt hat. Und zwar hat auch diese Lok speziell vorne einen Kuhfänger, allerdings jetzt in Schwarz, wo einmalig nur für diese Lok hergestellt wurde. Auch hat diese Lok ein angedeutetes Drehlichtspitzensignal, aber diesmal in Weiß bedruckt, sowohl vorne wie auch hinten. Diese Lok, na, so. Diese Lok ist auch noch analog. Diese hier jetzt nicht. Hier wurde ein digitaler Umschalter eingebaut, aber normalerweise ist diese Lok analog und hat auch noch einen analogen Umschalter. So, noch ein kurzer Blick auf diese Lok. Wie gesagt, eine der schönsten KLVM, wo Märklin hergestellt hat. So, nun zeige ich auch die dazugehörigen Waggons. Ach ja, was ich vergessen habe noch zu sagen,
Diese Zugpackung hat die Nummer 2872. So, nun hole ich die zweite Lok nochmal. Das Starter-Set dieser Lok hat die Nummer 2921. So, nun zeige ich auch die dazugehörigen Waggons, wo dieses Starter-Set hat. So, einmal ein gedeckter Güterwagen, einmal einen Flachwagen, Güterwagen mit einem Oldtimer, LKW darauf und einmal einen Kesselwagen. So. Beide Zugsets, muss ich auch sagen, wurden nur einmalig 1996 hergestellt. So, nun zeige ich noch ein Ergänzungsset für dieses Zugset und dann komme ich wieder. So, das war's auch wieder fast von diesem Video. Zum Schluss zeige ich euch noch ein paar kleine Loks von Märklin, also die KLVM, wo Märklin offiziell nicht auf den Markt gebracht hat. Sie wurden von Märklin zum Teil nur bedruckt, also Werbung, muss ich sagen, für Vereine und sogar für einen Zahnarzt und so weiter. Diese Loks kann man im Internet auch kaufen oder werden im Internet angeboten. Aber leider sind sie doch etwas teuer. Diese Loks konnte man nur bei diesen, ja, Vereine oder Zahnarzt und so weiter bekommen. Ich habe keine davon. Wie gesagt, die sind mir zu teuer und werde auch davon keine anschaffen. Okay, das war's auch wieder von diesem Video. Nun viel Spaß bei den Bildern und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video.